Ein ganz herzlich willkommen, meine Damen und Herren, und meine Geschwister im Glauben, ich heiße Hope, und mein YouTube-Kanal heißt Bonnenbusch. Auf diesem Kanal ja, sprechen wir über die Braut Jesu, wie man als eine Braut den Herrn akzeptabel ist, vorbereitet wird. Wie man als Braut den Herrn, Herr Jesus Christus, akzeptabel ist, wie man sich da vorbereitet. Darüber reden wir auf diesem Kanal. Und ja, vielleicht sind Sie zum oder bist du zum ersten Mal auf meinem YouTube-Kanal. Der Herr segne dich und segne Sie. Ja, vielleicht haben Sie den Herrn noch nicht in Ihr Leben. Komm zu dem Herrn Jesus. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Den Weg, viele nach verschiedene ferne Länder reisen und der Sinn des Lebens zu finden, ist in dem Herrn Jesus Christus. Viele suchen nach der Wahrheit. Wo ist denn die Wahrheit? Warum bin ich geboren? Ist in Jesus Christus. Viele suchen, okay, ja, die sagen, ja, die sind am Leben. Viele von uns sind am Leben. Am Leben, aber trocken, ausgetrocknet. Die sind ausgepowert. Und die sagen vom, wie sagt man das, wie sagt man das, die reden vom Burnout. Die Burnout ist, dass dieses Vakuum ist leer. Hier, Jesus fehlt. Der die Oden eingehockt hat, fehlt. Der Leiter, der dich leiten soll, fehlt. Der für die Sünde da, die Sünde der Menschheit da am Sitz nahm, fehlt. Und du oder sie, die Sünde vom Adam, eigene Sünde, familiären, ist alles, was da lastet. Irgendwann mal da bringt zu dem, der alles guckt hoch. Der einzige Weg, der Jesus ist für die Sünde gestorben. Er gab sich am Kreuz, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Verloren nicht nur alleine, verloren geht, denn die ewige Verdammnis. Nein, hier auf der Erde. Dass man diese Verzweiflung am Fass und den Boden, wenn man gibt, man tut, man versucht, man gibt hinein, alle Väter, ist Verlorenheit. Man versucht voranzukommen. Man merkt, irgendwas ist da, das hindert, man kommt nicht voran. Vielleicht gelingt da, aber da gelingt nicht. Da ist immer irgendwas. Herr Jesus ruft uns alle zum Umkehr. Er ruft uns alle zum Umkehren. Umkehren zu ihm. Umkehren vom Sünden, unserer Missetaten, unserer Bosheiten, unserer Übertretungen. Sünden zu ihm. Der Sohn zu ihm. Denn wenn man kommt mit Wahrheit, mit Ehrlichkeit, mit reinem Herzen, der ein Sünder ist, nach einem Retter sucht, sie werden sehen, wie lebendig Gott ist. Wie lebendig Gott ist. Man wird dann sehen, wie lebendig der Herr Jesus ist. Ich habe ein Video hier auf diesem Kanal, da heißt nicht die Krankenbrockene, nicht die gesunde brockene Arzt, nur die Kranken. Wie sie beim ihrem Arzt, nur die Kranken, jemand geht zum Arzt, jemand, der krank ist. Genauso auch. Nur eine Kranke, der sündenkrank ist, wie Jesus sagte in Matthäus Kapitel 2. Er kam für die Kranken, er kam nicht für die Gesunden. Er kam die Kranken zum Umkehr, zur Buße zu bringen. Zum Umkehr. Er kommt für die Heilung. Die größte Krankheit der Erde ist Sünde. Die Ursache unserer Probleme ist Sünde. Viele wollen das nicht wissen, wollen das nicht, aber das ist die Wahrheit. Komm, egal wie tief die in diese Sünde vertieft sind, sie gefallen sind, die weggegangen sind, wenn sie vielleicht denken, ah, wenn sie wissen, was ich alle getan habe, so und so. Nein, Gott weiß Bescheid. Ja, Jesus hat dafür, jeder dafür. Dafür, für jeder Sünder, für die Zeit mit seinem Leben. Er war ohne Sünde, er kam, dass er uns retten kann. Er kam, die Menschheit zu retten, dass keiner verloren geht. Entschuldigung. Dass keiner verloren geht. So, er möchte, dass du lebst, dass du lebendig bist, dass du ein lebendiges Leben. Es gibt ein lebendiges Leben. Und dieses lebendige Leben gibt es nur alleine in dem Herrn Jesus Christus. Nicht, dass wir nicht Probleme haben als Christen. Nicht, dass wir eine Krise haben, aber unsere Krise ist anders. Sieht anders aus, als die Leute, die den Herrn nicht haben. Wir trotz Krise, wir sind glücklich, wir lächeln, wir sind, wir haben einen, der uns trägt, der in uns ist. Der lebt in uns. Herr Jesus Christus, der Heilige Geist, ist in uns. Es kann Märchen, wie viele hier denken. Gott ist lebendig, Gott ist wahr. Gott ist wahr. Er lebt euch. Das wahre Leben, das ist mein Logo. Das wahre Leben ist in Jesus Christus. Es geht nicht um Religionen, der Ägypten. Zig, was sind Millionen Religionen auf dieser Erde? Aber keiner von denen ist für die Sünde, das größte Problem der Menschheit gestorben. Nein.
Auch die Ärzte, die Gott segne die Ärzte, segne die Leute, die medizinische Bereich arbeiten. Gott segne die. Gott hat auch diese Wahrheit, diese Weisheit gegeben. Aber was da, die können keine, die Heilung, die oben alleine kommen kann, nicht tun. Nein. Was da machen, ist Management. Die versuchen das zu managen. Na, jemand auf Lauf ist erhalten, am Leben ist erhalten. Die machen das erhalten, die Menschen. Auf Erhalt. Jemand, der Leberproblem hat, er wird lieber ausgetauscht oder Tablette oder was auch immer, dasjenige da so bleibt. Komplette Heilung, nein. Komplett, wo man sagt, okay, komplett, ist braucht keine Tablette, keine, nein. Entweder ist Tablette, dass man da geht. Ne? Wo wir viele von uns vertrauen, ja, eine gute medizinische Versorgung, eine gute Gesundheitsversorgung, ist alles gut. Das brauchen wir auch. Ich glaube auch an die Ärzte. Gott hat die Ärzte die Weisheit gegeben. Aber es gibt eine, die auch die Ärzte gemacht hat und alles auf dieser Erde erschaffen hat. Alles gemacht, denen die Weisheit. An dem sollen wir zuerst verknüpfen, an dem sollen wir zuerst glauben. Dann beginnt unsere Heilung, Wiederherstellung, beginnt von ihm erstmal. Denn wenn wir krank sind, alles andere, denn die Ärzte kommen dann als zusätzlich als Hilfe, die Weisheit Gott denen gegeben hat, uns zu helfen. Komm zu dem Herrn Jesus Christus, er liebt dich. Er liebt dich. Er kennt die Ursache deines Problems. Die Seele, was auch immer da abgeht. Kein Mensch, keine Tablette kann die Seele heilen. Nur der angehaucht hat, weiß, was da los ist. Auch innen, er kennt dich, er weiß. Und er liebt dich vor allem. Er liebt dich. Ich möchte damit der Herr segne. Komm zu den Herrn als jemand, der Sünder, der Hilfe braucht. Ein Sünder, der Hilfe. Nicht nur, nein, als ein Sünder, der Hilfe braucht. Der Heilung braucht, der Seelenheil braucht. Und sie werden das sogar bekommen. Indem sie ihre Sünden bekennen vor den Herrn. Mit ihm in Ehrlichkeit, in Wahrheit. Suchen im Gebet. Er ist da bereit, jede Minute, jede Sekunde, dies zu empfangen. Der Herr segne dich, wenn du das tust. In Jesu Namen. Amen. Bevor ich beginne, möchte ich mal singen. Ich sage mal, ich gebe ein Lied, das der Herr bei mir spielt. Das ist als der. Das als der Hirsch wie der Hirsch nach Wasser. Sind so mein Herz sinnen nach dem Herrn, wie der Hirsch nach dem Wasser. Mein Herz, wie ein Hirsch aus dem Wasser. Mein Herz sind so, hier dich an, o Herr. Allein bist mein Kraft und Schild, die allein Herz erfüllt. Das Herz Hilfe meines Herzens, zieh dich an, o Herr, der Herr ruft uns, unser Herzen nach ihm zu verlangen. Der Herr sucht der Anbeter, der ihm von ganzem Herzen nach ihm, von einem wahren Anbeter, das, was er hier sucht, von ganzem, die ihm anbeten, in Wahrheit, in Geist und in Wahrheit. Das ist der Ruf, den Herr in diesem Moment. Der Herr ruft uns so, wahre Anbeter, die nach ihm sinnen, die nach ihm suchen, in den Namen Jesus Christus. Darum singe ich dieses Lied. Draw me, Lord. Lord Jesus, draw me, Lord. And I run after you. Oh, teach me, Herr. Herr Jesus, teach
mehr. Und ich laufe, ich suche dir nach, ich folge dir nach. Amen. Amen. Halleluja. 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 Zu dem Lamm Gottes. Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Zu dem Lamm Gottes. Halleluja. Der auf dem kleinen Thron sitzt. Halleluja. Und regiert. Halleluja. Oh, Jesus war am Beter. Jesus war am Beter. Die ihm im Geist und in Wahrheit dienen und am Beten. Halleluja. 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 Zu den allmächtigen Gott. Halleluja, oh Halleluja, 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 Halleluja. Eres Herr, Jesus, Halleluja. Barmherzig bist du, ja, Halleluja. Halleluja, die uns geliebt hat, weil wenn wir ihm noch nicht geliebt haben. Halleluja, alle Ehre sei dir, Lob, Dank, Ehre sei dir. Halleluja, Anbetung sei dir. Halleluja, oh mein Gott, allmächtiger Gott. Halleluja, der heilige Vater. Halleluja, der ist heilig. Er sagt, wir sollen ein heiliges Leben leben. Halleluja, oh Halleluja, Halleluja, oh Halleluja, Halleluja, der unsere Strafe an sich nahm. Halleluja, alle Ehre sei dir, Ehre sei dir, Herr. Halleluja. Du hast uns erkauft, Halleluja, mit deinem Blut, Halleluja, zu dem Gott, dem Vater, Halleluja. Oh, du hast mit deinem Leben, unser Leben, für uns bezahlt, die Strafe der Sünde, alle Ehre sei dir, Herr Jesus, alle Ehre sei dir. Halleluja, komm, lass uns immer beten. Halleluja, in unser tägliches Leben. Halleluja, bete ihm an, ehre ihm. Oh, in dein Leben, wie du lebst, ehre den Herr Jesus Christus. Er soll alle Ehre annehmen von uns. Halleluja, ihm sei Halleluja. Halleluja, 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 mein Gott, meine Retter, mein Erlöser, Halleluja, Amen, Amen. Es ist gut, Amen, zu preisen, Halleluja. It is good to praise the Lord, Halleluja. It is good to praise the Lord, Halleluja. Praise the Lord, Halleluja. Praise the Lord, Halleluja. Power in the blood, there is power in the blood of Jesus. I believe, I receive. There is power in the blood. I believe, I receive. There is power in the blood. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. He washes white as snow. Amen, Amen. Alle Ehre, Dank sei dir, Herr Jesus. Amen, Amen. Mein Thema heute heißt, ist in Römer Kapitel 5, Vers 17. Ich lese mal Kapitel 5, Vers 17. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft
kam, durch den einen, wie viel mehr werden welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Vielleicht, wenn Sie meine Videos folgen und dann vielleicht sind Sie regelmäßig auf meinem Kanal, du siehst, ich rede hier, der Herr ruft uns zur Heiligung. Er sagt, die Erweckung, was kommt, ist Heiligung. Erweckung auf Heiligung, Erweckung auf Heiligung und Gerechtigkeit. Heiligung auf wer Heiligung, die auf seine Gerechtigkeit basiert. Die Heiligung basiert auf seiner Gerechtigkeit. Und das, wo der Herr uns ruft. Und meine Missionsbibelvers, was der Herr mir gegeben hat, ist Markus Kapitel 12, Vers 30. Den Herrn von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganze Kraft zu lieben. Das sind erstmal das ganze Herz. Warum Herz? Warum das Herz? Das Herz ist immer wichtig. Wenn wir sind hier, auch gleich Römer Kapitel 10, Vers 8. Er sagt, sondern, was sagt sie? Das Wort ist Jana. In deinem Mund und in deinem Herzen. In deinem Mund und deinem Herzen. Warum Mund und Herzen? Mund zu bekennen und Herzen zu glauben. Und dann, das ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. 9. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst, bekenne ich Jesus als Herr, anerkennen. Und deinem Herzen glaubst, der Glaube im Herzen, Mund bekennen. Warum das Herz? Er sagt, Herz glaubt, dass Gott ihm aus dem Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn 10. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Nur dem Herzen glaubt, warum das Herz so wichtig? Um gerecht zu werden. Und die Gerechtigkeit, Herr Jesus Christus, empfangen. Und die Gerechtigkeit, Herr Jesus, in unser Herzen zu fangen. Warum das Herz? Warum das Herz? War der Markus Evangelium 10, 30, 12, 30 sagt, den Herrn zu lieben von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen. Immer das Herz ist ein Befehl. Wir sollen ihm, die erste Geburt, den Gott der Herr, Gott der Vater, Gott der Yahweh, von ganzem Herzen. Und wir Gott da annehmen, unser Bekenntnis durch den Mund, aber glauben ins Herzen. Warum Herz? Und dann möchte ich nochmal in der gleiche Römer lesen. Römer Kapitel Römer Kapitel 5. Römer Kapitel 5, Vers 9. Wie viel mehr werden wir nun werden, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. 10. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Als wir noch Sünder waren, Gottes Liebe, Gott goss seine Liebe in unsere Herzen. In uns, das ist Römer Kapitel 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns, dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als wir noch Sünder waren, Jesus Christus, die Liebe Gottes wurde in unser Herzen, in uns ausgegossen. Gott bewies seine Liebe in uns, er goss seine Liebe in unser Herzen, als wir noch Sünder waren. Dann sagt er, 9, wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. 10, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes,
als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Das Herz, die Liebe Gottes groß, von meiner englischen Übersetzung sagt da King James, sagt, das Liebe Gottes, wir noch Sünder, aber seine Liebe groß in unsere Herzen. Er goss seine Liebe in unsere Herzen. Und dann, wenn ich noch mal gehe, ich gehe mal noch mal in Römer Kapitel, Kapitel 1, das ist die Beschneidung. Als wir den Herrn Jesus Christus angenommen haben, da geschah Dinge. Das Blut Jesu im Römer Kapitel 5, Vers, Offenbarung Kapitel 5, Vers 9, sagt er, Jesus Christus hat uns erkauft mit seinem Blut. Er wurde geschlachtet am Kreuz. Er wurde nicht mal getötet, meine Schlachterbibel sagt, geschlachtet. Römer Kapitel 5, Vers 9. Er sagt hier, und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. So, das Blut, Jesus hat uns mit seinem Blut erkauft. Das, was er tat, er hat uns erkauft. So, was das Blut, als er Jesus Christus, warum Jesus uns erkauft hat? Warum, als wir noch Sünder waren, seine Liebe, er goss seine Liebe aus für uns. Warum er sagt da in Römer Kapitel 5, Vers 17, er sagte da, als wir noch da in ihm, werden wir herrschen, wie viel, er hat uns die Gnade in Überfluss. Er hat uns die Gnade in Überfluss gegeben und dann als Geschenk der Gerechtigkeit uns gegeben. Warum tat Gott all diese Dinge? Weil, wenn wir noch Sünder waren, wir waren noch Sünder, als er all diese Dinge geschah. Denn wenn wir ihn annehmen, das ist Römer 5, 17, denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen, wie kam der Tod der Herrschaft über uns? Wir gehen zurück zu Adam, Garten vom Eden. Die Schlange, Gott übergab Adam den Garten vom Eden Autorität, das zu bebauen und aufzupassen. Da war Adams Aufgabe. Er hatte Autorität über den Garten vom Eden. Aber der Schlange kam überrumpelt ihn und ging zu Eva. Und dann Eva war nicht weise und dann ging mit was der Schlange sagte, der Satan, gefallene Satan, der aus Rebellion gefallen ist. Und er bot ihr, dass die Früchte des Weisheit, warum Eva das aß, sie wollte Weisheit haben. Und denn sie lehnte die Autorität Gottes da, über Autoritäten vom Adam, lehnte sie ab, weil sie Weisheit haben wollte. Welche Weisheit? Die Weisheit vom Satan, die Lucifer einmal hatte, im Himmel, als er noch im Himmel war. Die Weisheit von Satan war Weisheit von Rebellion. Das, was ihm vom Himmel, warum er fiel, war Rebellion. Das ist die Früchte, was er Eva gab. Eva aß die Weisheit der Rebellion. Und Adam gab seinen Ehemann. Beide aßen die Weisheit von Rebellion. Und nicht die Weisheit, göttliche Weisheit. Und die beide fiel. Und Gott, als sie kam, die waren nackt vor Gott. Die waren nackt. Die waren versteckt, die waren nackt. Weil die Weisheit von Satan mag nackt. Darum jemand, der nicht den Herrn hat, der ist nackt. Alles kann ihm, alles, die Witterung, die geistliche Sichtbare ist auf ihm gerichtet. Darum ist wichtig, dass man wiedergeboren ist. Und wenn man wiedergeboren ist, richtig wiedergeboren ist. So, die waren nackt. Wenn der Herr kam und sagt, wo seid ihr? Das ist Genesis. Und dann die sagt, die waren nackt. Wer hat euch gesagt? Sünde hat die Rebellion, was ihr gegessen habt, hat ihn nackt gemacht. Gott sprach Flüche über denen. Flüche über Adam, Flüche über die Erde, erstmal die Erde, Flüche über die Schlange, war die Erde wirst du essen. Flüche über Adam war erstmal die Erde und dann Adam. Und dann als die diese Flüche kamen, die aßen, was sofort kam, war die Decke, die schwarze, dunkle Decke der Rebellion über die Herzen. Die Herzen waren verdeckt.
Die war nackt. Die Verbindung zu Gott war verdeckt, die verdunkelt. Ihr Herz war verdunkelt. Das ist geistliche Herz. Wir haben ein geistliches Herz und ein seelisches Herz. Wer Seele, wer gibt auch geistliche Seele. Was ich rede hier, ich rede alles von der geistlichen. So, dann kam Rebellion auf das Herz von Adam und Eva. Adam und Eva sind unsere Vorfahren. Genesis Kapitel 5. Wir haben die Ebenbild und die Ähnlichkeit von Adam. Wir kommen nicht mal göttliche, weil das ist die Rebellion. Darum, alles, wer nicht wiedergeboren ist, ist rebelliert gegen Gott. Du redest über Gott, ich beginne zu verfluchen und dann sage Gott gibt nicht. Warum? Das ist die Rebellion, diese Decke, was über ihre Herzen ist. Über ihre Herzen da bedeckt ist. So, wenn wir den Herrn Jesus Christus, hier jemand, der Gott musste kommen, er sah, Gott uns so sehr liebt, er liebt uns. Er kam als Mensch. Er kam als Mensch, das Blutlinien, die Blut, DNA von Herr Jesus Christus ist Gott, von Gott. Sein Blut ist von Gott. Weil Gott erzeugt worden. So, als Herr Jesus kam und uns zu retten, war brauch jemand, der ohne Sünde hatte. Und diese Decke wegwischen zu können. Herr Jesus kam, gab sich am Kreuz, lebte. Gott, ein Mann, lebte hier und gab sich am Kreuz. Das Blut ist erste, was gegen das Blut? Das Blut war die erste, was gegen unsere Herzen. So, diese dunkle Decke, was diese Dunkelheit, was unsere Herzen bedecken, wegzuwischen. Ich werde gereinigt sofort. Das ist das Symbol, was passierte, als das Blut hier Jesus seinen Geist aufgab. Du siehst das Blut, er gab seinen Geist. Was passierte, war der Vorhang zu Heiligen, wurde so auseinander, von oben bis unten, zerrissen. Diese dicke Vorhang, was zerrissen. Das ist der Eingang in den Heiligtum Gottes, in den grande Thron Gottes. Das ist unser Herz, der Eingang Gott zu unser Herz. Und diese wegzuwischen. Wurde abgewischt. Diese Dunkelheit wurde weggerissen. Weggewischt von uns. Und dann begann Heilige Geist, denn eine geistliche Beschneidung. Das, was er tat. Unser geistliches Herz wurde beschnitten. Befand eine geistliche Beschneidung. Heilige Geist durch Feuer wurde beschnitten. Und dann wir sehen hier, gleich Römer, Römer Kapitel 4. Er sagte, war die Juden, wer denn jetzt kommt, unsere Beschneidung, ein Jude jetzt, eine wahre Jude ist, denen die in Geist beschnitten ist. Das ist der Jude ist. Das ist der Jude, weil der Herr hat uns alle, als was die Beschneidung von den Juden war, eine Beschneidung als ein Symbol, was er Jesus tun wird, später in unseren Herzen. Diese Herzen, der rebellische Herz, so beschneiden, dass der Sünde, diese Decke der Rebellion da weggenommen wird. Das, was er da geschah. Hier, und dann da ist Römer Kapitel 3, Vers 29. Oder ist Gott nur der Gott der Juden und nicht auch der Heiden? Ja, freilich auch der Heiden, denn es ist ja ein und derselbe Gott, der Beschnittenen aus Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben rechtfertigt. Haben wir nun das Gott, der gesagt hat, das mal her, dass er der Jude ist, ist er denn jetzt der Beschneidung in Herz hat? Ist er die Beschneidung, die da innerlich da stattgefunden hat, was der Jesus in uns getan hat, dass der Heilige Geist, das Blut Jesu, hat er unsere Sünde weggewischt, diese dunkle Ding, die da unser Herzen bedeckte. Das Blut Jesu hat das weggewischt und der Heilige Geist hat dann eine Beschneidung wurde stattgefunden. Das ist Römer Kapitel 4, Vers 10. Wie wurde er ihm nun angerechnet? Das ist so über Abraham. Als er beschnitten oder als er noch unbeschnitten war. Nicht als er beschnitten, sondern als er noch unbeschnitten war. 11. Und er empfängt das Zeichen der Beschneidung als Siege der Gerechtigkeit des Glaubens. Denn er schon in unbeschnittenen Zustand hatte, damit er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei. Damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde. Und auch ein Vater der Beschnittenen,
die nicht nur aus der Beschneidung sind, sondern die aus, die auch wandern in den Fußstapfen des Glaubens. Denn unser Vater Abraham hatte er, als er noch unbeschnitten war. Als er unbeschnitten war. So, die Beschneidung, was wir bekommen haben, ist eine geistliche Beschneidung, die wir empfangen haben. Eine Jude jetzt ist der, der geistliche Beschneidung empfangen hat. Das, was der Heilige Geist tat. Der Heilige Geist tat, als wir Christ geworden sind. Das tat der Heilige Geist. Als wir Christ geworden sind, haben wir eine geistliche Beschneidung in unser Herzen bekommen. Als wir Christ geworden, Heiliger Geist. Dann kam Gott, der Vater, Gott, der Sohn, Gott, der Heilige Geist. Und dann war die Verbindung da entstanden zwischen uns und Gott. Da sind wir, so sind wir wiedergeboren. Und dann, er sagt ja, weil Gott da das tat, weil wir sind da auch in Markus Kapitel 7, vom 19, wo der Herr Jesus, die Juden haben mit seinen Jüngern, die sagen, die haben keine Hände gewaschen, die machten als sichtbare, die traditionellen. Herr Jesus sagt, nein, was ein Mensch unrein macht, kommt aus Herzen. Aus Herzen, was da rauskommt, war das Herz, aus Herzen kommen Bösheiten. Warum die Bösheiten? Was im Garten vom Eden, die Bösheiten, die Rebellion, die Adam und Eva geweht haben, die da kamen. Und denn jetzt, wenn wir den Herr Jesus Christus angenommen haben, diese Rebellion, wurde das Blut Jesu, reinigte das weg, ist weggereinigt worden. Und der Heilige Geist, eine Beschneidung, geistliche Beschneidung, da fand statt. Fand statt in unserer geistlichen Herzen und Seele. Fand statt. Und dann der Heilige Geist und Gott, der Vater, Gott, der Sohn, die haben da jetzt Einzug in die Heilige von Heilig. Dort, das ist, wo der Herr Jesus und Heilige Geist und Gott, der Vater wohnen. Heilig von Heilig. Ein Heiligtum, da sind die. Wo die Gottes Herrlichkeit ist, ist jetzt in uns. Wir haben den Heiligen Geist in uns, durch die Beschneidung, die geistliche Beschneidung. Das, was der Herr gab. Die geistliche Beschneidung, die Gott, der Vater, Gott, der Sohn, dass da Einzug in uns, als eine Wohnung angenommen haben. Die kam mit, das ist Römer Kapitel 5, Vers 17. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen, wie viel mehr werden die, welche Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen. So, Gott, der Vater, Gott, der Sohn, Gott, der Heilige Geist, die kamen mit der Überfluss von Gnaden. Überfluss, Gnade in Überfluss und der Geschenk der Gerechtigkeit. Kam die Hamba empfangen. Gnade in Überfluss, Geschenk der Gerechtigkeit ist in uns. Warum? Wir haben da nicht beigetragen, gar nicht. Alles nur der Taten von dem Herr Jesus Christus. Er gab sich am Kreuz. Unsere Seele, die verdunkelt wurde, ist da, die schmutzig war, durch Rebellion, wurde gereinigt und dann eine geistliche Beschneidung fand statt. Denn sind wir so wie Juden, aber geistlich sind wir geistliche Juden, weil wir der Herr selber uns beschnitten hat. Und dann, bevor das geschah, ob Juden oder nicht Juden, wir jetzt haben uns alle als Sünder alle gleich getan. Alle gleich getan. Dass wir durch Glaube zu dem Herrn Jesus Christus kommen, wie Abraham getan hat, dass die Heiden, die unbeschnitten waren, sind. Die können durch Glaube zu den Herrn kommen. Und die Juden können auch die können auch durch den Herrn Jesus kommen, in Glaube. Und die werden diese Gerechtigkeit und die Gnade im Überfluss empfangen, alle gleich. Und dann, wenn wir da so herrschen, warum ich das erkläre? Gott in dieser Zeit, Gott möchte, dass wir hier seine Erträger seiner Herrlichkeit sind. Dass wir Erträger seiner Herrlichkeit sind. Wir haben gesehen, war das Herz, ist ihm wichtig. Da begann diese Arbeit. Da war der Anfang, wo die Sünde kam, war ins Herz. Die Arbeit Gottes, da Wiederherstellung zu können, wiederherzustellen, war auch ins Herz. Darum, wir beginnen mit Bekennen. Durch den Mund, Bekennung durch den Mund und den Herzen, wo das Heilige Geist da wohnen kommt. Das Herz, das da repariert wird. Darum sagt er uns in Markus 12, 30, wir sollen ihn von ganzem Herzen lieben. Jetzt haben wir die Liebe Gottes empfangen, um ihn lieben zu können. Wir haben auch die befähigende Gnade in Überfluss bekommen, um ihn lieben zu können. So, wir haben keine Ausrede.
So, und was sagt er uns? Gleich Römer. So, weil wir das alles von ihm empfangen haben, er sagt uns, Römer Kapitel 1, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, Schwestern im Glauben, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, angesichts von dem Barm, Gott hat uns errettet von seiner Barmherzigkeit, deine Liebe hat uns errettet, hat uns, Herr Jesus hat uns erkauft, durch Barmherzigkeit, wegen was Barmherzigkeit, wegen Liebe, Liebe ist Barmherzigkeit Gottes. Er sagt da, ihr angesichts seiner Barmherzigkeit Gottes, die uns erkauft hat, die uns errettet hat, dass ihr eure Leiber darbringt, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Unsere Arbeit jetzt, dass wir Gerechtigkeit bekommen haben, empfangen haben und dann Gnade in Überfluss, nicht mal ein bisschen, sondern Überfluss, die uns hilft, so zu leben, wie Gott da will. Er sagt, und wir jetzt, ist in uns jetzt überlassen, wir sollten in unserer jetzt, unserer, und das zu bewilligen, wenn jemand, ein Mann, eine Frau, beide geheiratet haben. Der eine kann nicht da rundherum und mit anderen fahren. Nein, die sind beide, wollen miteinander respektieren, Liebe. Jetzt hat er uns erkauft. Er hat uns erkauft mit seinem Blut, durch seine Barmherzigkeit. Er sagt uns jetzt, unsere jetzt, von unserer Seite, und dieser Dank, ein Dankeschön, unsere Dankbarkeit zu zeigen, ist was? Unser Körper und der Geistliche. Unsere Seele, die seelische, die fleischliche, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer bringen. Wir sollen das auf seinem Altar bringen. Das ist für uns jetzt. Wenn wir vernünftig sind, als unser Dankeschön zu Gott, wir sollen das da vor Gott, unsere seelische, unsere Gedanken, unser mentale, unsere Gedanken, unsere Seele, unser seelisches Herz, seelische Seele, Körper, besonders vor Gott, als ein lebendiges Opfer, die ihm heilig ist, bringen. Besonders da ablegen. Wie in Levitikus, wenn jemand gesündigt hat, die haben ein Opfer, ein Lamm ohne Spott, ohne Fleck gebracht. Jetzt sind wir ohne Fleck, ohne gar nichts. Gott hat uns geheiligt, hat uns ein Geschenk der Heiligung gegeben, in uns, in unserer geistlichen Herz und Seele. Aber er sagt uns jetzt, wir sind jetzt ohne Fleck. Wir sollen unsere, diese restliche, in uns jetzt, wir sollen das bringen, die seelische, die fleischliche, wir sollen das alle vor ihm bringen, dass er arbeiten kann. Er hat uns da Gnade und Überfluss gegeben. Er hat uns Geschenk von Gerechtigkeit, seine Gerechtigkeit gegeben, um das ja tun zu können. Das, was er uns fragt. Und das zur Heiligung. Und darüber will ich Heiligung. Er hat das getan. Er sagt, bring das. Er sagt mal, ich ermahne euch nun. Ist eine Mahnung. Ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Er hat uns lebendig gemacht in den Herrn Jesus Christus. Er hat uns heilig gemacht in den Herrn Jesus Christus. Aber wir, unser Dankeschön ist besonders als Opfer. Ein lebendiges Opfer, heiliges, wie wir empfangen haben jetzt von ihm. Wir sollen das jetzt genauso empfangen haben, vor ihm bringen. Und dann kommt Heiligung. Da kommt der Beginn der Werke. Nächstes Mal darum, die Leute sagen, nein, wir leben in Gnade. Gnade, wir können sündigen. Da, Gnade ist nicht da zu sündigen. Die Gnade ist da, vor Gott ein geheiligtes Leben zu führen. Vor ihm, wie er denn leitet. Das sagt, wenn du so empfangen hast, bring dich so, wie du dich da von ihm empfangen. Dein Herz, wie du empfangen hast, bring dich so vor sein Altar. Denn du sollst jetzt, ist deine jetzt, ich komme jetzt zusammenarbeiten. Er hat seine getan. Du machst deine, indem du dich bringst vor ihm. Das ist der Prozess der Heiligung in die seelische, in die körperliche, das stattfindet. Das ist den Werken, wo denn den Wandel, deine Wandel, dann kann da deine Wandel in den Herrn beginnen. In deine, dass du mit ihm jetzt, nicht mal der Herr alleine. Der Herr alleine hat seinem getan, deinem Herzen. Aber die andere brauchst du. Du musst da mitmachen. Wie in Johannes, 1. Johannes 1, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 6. Er sagt, denn die da in ihm, wie er gewandelt hat, so solltet ihr auch wandeln. Er verpflichtet nicht mal, ist ein rechtliches Wort, verpflichtet so zu wandeln,
wie er gewandt ist. Das ist 1. Johannes Kapitel 2, Vers 6. Wie er sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet auch, selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. So, wandeln ist nicht der Herr, du jetzt, du, dann kommen die Werke, du musst so wandeln. Ist nicht der Herr, er hat alles getan, ja, in der Rettung. Er hat dir auch da die befähigende Gnade in Überfluss und seine Gerechtigkeit gegeben. Und so jetzt für ihm wohlgefällig ist, so zu wandeln. Nächstes Mal gehe ich und zur Heiligung. Nächstes Mal werde ich da weitergehen. Der Herr segne euch, der Herr behüte euch. Der Herr offenbare euch. Ich bekomme Einrufe, ich bekomme Schreiben, die Leute sagen, ja, der Herr offenbart, worüber ist die Braut Jesu. Gott möchte seine Braut vorbereiten. Das ist, was wir hier tun. Und wie ich letztes Mal gesagt habe, der Herr sagt, wir sollen nicht da sagen, Mangel, wir reden über Mangel, sondern in Überfluss. Er will seine Kinder segnen, in Überfluss. Er will seine Kinder in Überfluss segnen. Wie, wo, was ist denn? Dinge sind teuer geworden. Aber der Herr sagt, er will seine Kinder in Überfluss segnen. Wir sollen nicht vom Mangel reden, sondern vom Überfluss. Überfluss, Überfluss. Vom Jesaja 43, Vers 19. Das ist das Vers. Das ist ein Monat, der neu beginnt, neu anfängt. Der Herr segne euch, der Herr behüte euch. Verteile dieses Video. Und ja, verteilen, lass mal Leute wissen davon. Und der Herr segne euch. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.